Ja, und Hallihallo, wie geht's denn so? Heute eine weitere Folge von Total War Shogun 2. Ja, letzte Folge gab's das Antinasir-Tutorial, in der vorletzten Folge gab's das Fortgeschrittene. Wir haben einfach mal, wir sind einfach so, ich bin einfach so im Kreis rumgegangen. Ich habe die Pfeile hier, die ich jetzt gerade in dem Moment nicht bemerkt habe, vorher nicht gesehen. Diesmal fangen wir an mit dem Shurikabe Kampagne Tutorial. Und ja, was muss ich dazu sagen? Ich habe da schon mal reingeschaut und dann bin ich ja wieder rausgegangen. Lange bestehende Handelspartner entwickeln ein gesundes Maß an Respekt füreinander, was sich allmählich in verbesserten, diplomatischen Dingsbums. 1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Nami! Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Chosokabe haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Dies ist unser Land. Wir respektieren seine Sitten. Unsere Bauern arbeiten schwer und bauen mehr an als andere. Ordentlich. Doch wir sind auch Meisterkrieger. Unsere Bogenschützen werden von allen bewundert. Kein Pfeil trifft besser als der eines Chosokabe. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Chosokabe-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft! Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Willkommen im Sengoku Jidai, dem Zeitalter des Krieges. Dies ist die Insel Shikoku, weit entfernt von Kyoto und dem Kaiser. Nach dem Tod seines Vaters ist Chosokabe Motochika jetzt der Daimyo des Clans. Wählt ihn nun aus. Ich nehme mal an, das ist der hier mit dem fancy Banner. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum da steht westliche Seto-Inlandssee. Okay. Eure Streitkräfte sind nach einem Kampf gegen den Motoyama-Clan über die ganze Provinz Tosa zerstreut. Klickt mit der rechten Maustaste auf eine eigene Armee in der Nähe, während ihr Motochika ausgewählt habt, um Streitkräfte zusammenzuführen. Och, die Karte. Ich habe das Gefühl, die Kamera bewegt sich in, keine Ahnung, 10 FPS. Okay. Was ist das? Ach, das lernen wir denn alles. Alter. So. Klickt mit der rechten Maustaste auf eine eigene Armee in der Nähe, während ihr mich ausgewählt habt. Ach so. Rechts. Ah. Bringt nun den Daimyo in Sicherheit. Haltet Motochika ausgewählt und klickt mit der rechten Maustaste auf die Schlossstadt Tosa. Rechtsklick für Garnison. Bewegt eure Armee hierher, wenn sie verwundbar ist oder die öffentliche Ordnung zusammenzubrechen droht. Oh. Okay.
Nun, da Chosokabe Motochika sicher ist, könnt ihr die Kamera mit den Tasten W, A, S und D auf Tosa richten. Das habe ich ja fast automatisch schon gemacht. Um die Kampagnenkamera zu drehen, drückt entweder die Q- oder E-Taste. Oh. Nach dem Sieg über den Motoyama-Clan ist die Armee der Chosokabe mitgenommen und Tosas Verteidigung obliegt nun seinen Bewohnern. Wählt den Rekrutierungstab im Provinzfenster und verstärkt die Armee. Ja, wenn die Bewohner das Land alleine reißen müssen, dann reißen, naja, Moment, falsche Wortwahl. Es ist ungünstig, ich sag's mal so. Diese Einheiten stehen momentan zur Rekrutierung zur Verfügung. Bewegt die Maus über die Einheitenkarte, um Informationen anzuzeigen, ehe ihr für die Rekrutierung bezahlt. Wählt nun eine Einheit von Yari Ashigaru. Bonus gegen Kavallerie. Die Yari Ashigaru, eine Einheit von Speerträgern, wurde der Rekrutierungsliste hinzugefügt und aus der Schatzkammer bezahlt. Diese Männer sind nach nur einer Jahreszeit kampfbereit, was durch die Zahl auf der Einheitenkarte gezeigt wird. Wo ist eigentlich hier mein Geld? Da. Ich habe 112 noch. Oh. Ja, ein Jahr muss ich warten. Wo wird das gezeigt? Warte mal. Die Männer sind was durch die Zahl auf der Einheitenkarte gezeigt wird. Ah! Ein Jahr. Oh. Es ist an der Zeit, zur nächsten Runde überzugehen. Bei Beenden einer Runde werden alle erteilten Befehle ausgeführt und die anderen Clans machen ihre Züge, um ihre Provinzen und Armeen zu entwickeln, ehe die Kontrolle wieder an euch geht. Klickt jetzt auf das Runde-Beenden-Feld. Also ein Jahr ist eine Runde, oder was? Oh, schade, geht nicht. Oh, schönes Bild. Schöner Knopf. Eure Yari Ashigaru sind nun in der Schlossstadt-Garnison, frisch aus der Ausbildung. Wählt in der Provinzübersicht unten links auf dem Bildschirm den Armee-Tab. Ah. Tosa braucht mehr als Bauernsoldaten, um seine Mauern zu verteidigen. Samurai-Krieger werden benötigt, die nur in speziellen Dojos rekrutiert werden können, welche wiederum erst gebaut werden müssen. Wählt nun den Bautab der Provinz. So, das heißen Yari Ashigaru sind die ganze Zeit Bauern gewesen? Okay. In diesem Tab werden sämtliche Gebäude in der Provinz Tosa angezeigt. Fahrt mit der Maus über die einzelnen Gebäude, um zu sehen, welche ihr bereits errichten könnt. In eurer Schlossstadt gibt es eine freie Baustelle. Bewegt nun den Mauszeiger über das Baustellensymbol und wählt den Bogenschießplatz darunter. Ah, ich würde gerne wissen... Schlossstadt. Okay, ich glaube, die Felder, also. Ich glaube, das ist die Garnison und das ist der freie Bauplatz hier. Und da kann ich das Bogendojo einnehmen, wollte ich schon sagen. Bauen lassen. Großartig. Wie Rekrutierung benötigt der Bau des Bogendojos Zeit. Die Baukosten dieses Gebäudes wurden eurer Schatzkammer entnommen. Sie werden jedoch zurückgezahlt, wenn ihr den Bau durch Linksklick auf die Gebäudekarte abbrecht. Klickt auf das runde Beenden-Feld, bis der Dojo fertig ist. Okay. Oh. Rage. Euer Bogen-Dojo ist nun abgeschlossen. In Japan sind die Chosokabe angesehene Bogenschützen und es stehen jetzt hochqualifizierte Einheiten zur Verfügung. Rekrutiert eine Einheit Bogensamurai für eure Armee, um noch stärker zu werden.
Okay, ich dachte, eine Runde ist ein Ja, aber scheinbar nicht. Eine Runde ist eine Runde. Okay. Aber das Jahr bleibt das gleiche. Also ist es vielleicht doch ein Tag? Nee, das macht keinen Sinn. Diese Samurai-Bogenschützen sind versierte Beschützen, die es verstehen, präzise Salven brennender Pfeile mit hervorragender Reichweite abzufeuern. Yay. Ach, ich kann eh nur einmal, okay. Das könnte zum Problem werden. Euer Volk Oh. ist unruhig und unzufrieden aufgrund der Steuern. Was? Der Clan hat die Steuern erhöht, um die Kriegsführung zu finanzieren. Ihr solltet die Steuern senken, um das Volk unter Kontrolle zu halten. Klickt auf den Haken, um dieses Ereignis zu schließen. Ja, ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Ich habe gerade noch keine Knarren entwickelt. Wählt das Feld unterhalb der Abbildung der Schlossstadt. In der Provinzübersicht seht ihr, weshalb Unruhe herrscht. So. Das Fenster zeigt Oh. eine kurze Zusammenfassung der öffentlichen Ordnung, Nahrungsversorgung, des Wirtschaftswachstums und Wohlstandes. Indem ihr die Maus über die negativen Symbole im Abschnitt öffentliche Ordnung bewegt, erfahrt ihr weitere Gründe für die momentane Unzufriedenheit eures Volkes. Wenn ihr fertig seid, klickt ein Feld an, um das Finanzfenster zu öffnen. Öffentliche Ordnung plus die positiven Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung, Truppengarnison, Repression 333, Schloss, Repression 4. Was auch immer Repression bedeutet. Das habe ich. Habe ich das überhaupt schon mal gehört? Keine Ahnung. Gehört. Bewegt die Maus. Wow. Achso. Steuerlast. Minus 10. Öffentliche Ordnung, Gesamt minus 3. Oh. Ja, und jetzt? Wenn ihr fertig seid, klickt ein Feld an, um das Finanzfenster zu öffnen. Ach, hier! Das ist so irritierend, wenn das hier und das hier parallel blinkt. Finanzen. Die Steuern des Clans sind auf den höchstmöglichen Betrag festgesetzt und euer Volk ist unzufrieden. Daher erscheint die Provinz auf der Radarkarte rot. Bewegt den Schieber für die Besteuerung in der Mitte des Fensters nach links, bis die Provinz nicht mehr rot angezeigt wird. Na gut, sollte ich vielleicht machen, solange ich noch keine Knarren habe. Das ist ein schlechter Scherz. Verstehe. Dann muss ich noch zweimal, glaube ich, nach links ziehen, oder? Nein. Oh. Durch Verändern des Besteuerungslevels ändert sich die Farbe einer Provinz auf der Radarkarte von rot auf gelb und schließlich auf grün, wenn die Okay. Bewohner äußerst zufrieden sind. Darunter seht ihr die Steuereinnahmen der kommenden Jahreszeit. Höhere Steuern bringen euch mehr Geld ein, reduzieren mit der Zeit jedoch auch das wirtschaftliche Wachstum eurer Provinz. Hä? Moment. Ja, darunter seht ihr die Steuereinnahmen der kommenden Jahreszeit. Ah, okay. Jetzt habe ich es auch gesehen. Aber Moment. Höhere Steuern bringen euch mehr Geld ein, reduzieren das halt jedoch auch das wirtschaftliche Wachstum eurer Provinz. Wachstum nächste Jahreszeit. Okay, soll das heißen, jede Runde kriege ich insgesamt weniger Geld?
Es ist nicht leicht, alle glücklich zu machen. Doch ein gutes Gleichgewicht zwischen der öffentlichen Ordnung und der Besteuerung lässt euren Clan gedeihen. Wenn ihr mit Besteuerung und Einkommen zufrieden seid, schließt die Fenster und klickt Runde beenden, um eure Änderungen in Kraft treten zu lassen. Ja gut, ich habe eh gerade keine weiteren Möglichkeiten. Oh, jetzt steht da eine 66. Jetzt, was ist das? Da die Steuern gesenkt wurden, ist euer Volk glücklicher und wohlhabender. Die Wirtschaft der Provinz sieht wieder gestärkt aus. Doch eine neue Bedrohung taucht auf. Ein alter Mann. Scheinbar ist eine Runde ein Viertel der Jahreszeit, weil jetzt ist hier scheinbar wieder Frühling. Also das Bild ist so, das sind hier, keine Ahnung, Frühlingsblätter, was ist das? Klaneinkommen. Fällt das voraussichtliche Einkommen eures Clans in der nächsten Runde. Ah, okay. Ein Kono-Mönch hält sich in der Nähe von Tosa auf. Was oh hat nein! Er vor? Klickt auf den Tab unterhalb der Radarkarte, um die diplomatischen Beziehungen eures Clans anzuzeigen. Achso, ist das ein Spion? Ach da. Die Kono- und Miyoshi-Clans stehen mit den Chosokabe nicht auf gutem Fuße. Oh. Ihr wisst nicht genau, was der Kono-Mönch vorhat. Daher wäre es klug, eine weitere Einheit Samurai-Bogenschützen zu rekrutieren, um Tosa zu verteidigen. Okay. Ah, das ist schon offen. Okay. Aber kann ich den nicht anklicken? Warte mal, wie sieht der überhaupt aus? Keine Ahnung. Wir Vielleicht ist das kein Mönch. Misstrauisch. Dieser Mönch hat einen Aufstand angezettelt. Eine Rebellenarmee ist erschienen. Was? Wählt eure Schlossstadt und greift die Rebellen mit einem Rechtsklick an. Hohoho. So. 4. 4 gegen 4, okay. Ehe ihr in die Schlacht zieht, müsst ihr Größe und Stärke der einzelnen Streitkräfte ermessen. Führt eure Armee entweder selbst in den Kampf oder lasst das Gefecht automatisch ausspielen. Wählt nun eine dieser Optionen. Dein Gefecht, automatisches Gefecht. Ich würde sagen, da ich schon die ganze Zeit Gefecht gefochten habe, mache ich diesmal automatisches Gefecht. Paching, kochong. Wow. Nach der Schlacht zeigt dieses Fenster die Verluste des Feindes und die von euren Truppen gewonnene Erfahrung an. Was? Klickt auf den Haken, um das Fenster zu schließen. Was? Knapper Sieg? Achso, knapper Sieg, wir haben trotzdem gewonnen. Okay, ich dachte unentschieden. Huch. Ja, das sah irgendwie nicht so aus. Also 140, 277. Ja gut, das ist akzeptabel. Der Verrat durch die Kono darf nicht geduldet werden. Ihr müsst unverzüglich handeln und sie zerstören. Wählt eure gesamte Armee und klickt mit der rechten Maustaste auf die Provinz Iyo im Norden. Dies ist eine Kriegserklärung. Ja gut, jetzt, wir kämpfen schon, also wir sind schon mit Miyoshi feindlich. Warte mal, heißt das nicht automatisch, dass wir im Krieg sind? Ach, keine Ahnung. Gut. Der Kono-Clan soll seine Unverschämtheit bitter bereuen. Klickt auf die Option Krieg erklären. Krieg! Eure Armee marschiert in Iyo ein. Da die Schlossstadt der Provinz weit entfernt von Tosa liegt, braucht ihr womöglich mehr als eine Jahreszeit, um sie zu erreichen, was durch die Anzahl der Pfeile auf der Karte gezeigt wird. Ich sehe nur einen Pfeil oder meint er das hier und das hier? Keine Ahnung. Ja. Vernichte sie! Okay. Ist das Schloss der Kono in Sichtweite, wählt eure Armee aus und leitet die Belagerung durch einen Rechtsklick auf das Schloss ein. Aber was passiert hier gerade?
hoch. Armenier leiden im Winter. Es ist Winter. Verschleiß, wenn sie sich auf feindlichem Terrain befinden. Bewegt sie aus dem feindlichen Gebiet, um dies zu stoppen. Oh. Was jetzt? Nein. Belagerung. Okay. Beim Angriff auf eine Schlossstadt stehen den Angreifern und Verteidigern viele der gleichen Optionen zur Verfügung. Oh. Die Angreifer können ein Schloss belagern und den Feind durch langsames Aushungern zum Aufgeben zwingen. Oh. Diesmal müsst ihr jedoch schnell sein. Nehmt das Schloss jetzt ein. Macht den verräterischen Kono in der Schlacht dem Gar aus. Tod oder Sieg? Wir sind der Überzahl. Im Reihengefolge. Ja, nur 14. Jawohl. Sehr gut. Der Kono-Clan wurde ausgelöscht und Io gehört euch. Das Volk von Io wird seinen neuen Herrscher ablehnen. Eine Plünderung würde der öffentlichen Ordnung schaden. Besetzt stattdessen Io, um die öffentliche Ordnung beizubehalten und die Gebäude der Provinz zu nutzen. Oh, okay. Eine friedliche Besetzung führt zu weniger Geld als eine Plünderung. Es werden jedoch keine Gebäude beschädigt und die öffentliche Ordnung wird nicht beeinträchtigt. So lässt sich eine Siedlung leichter kontrollieren und entwickeln. Friedliche Besetzung resultiert in geringem Schaden an Militärgebäuden. Ja gut, okay, erwartet der öffentliche Ordnung minus 3. Okay. Durch die Eroberung der Provinz Iyo wurde Chosukabe Motochikas Ruhm und Ehre gesteigert. Ehre erhöht die Loyalität seiner Generäle und hilft in der Diplomatie, während Ruhm den Kaiser und andere Clans auf die Streben der Chosukabe aufmerksam werden lässt. Oh. Klickt auf das Clanfeld, um den aktuellen Status zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass es hier Ruhm und Ehre als Ressource gibt. Hier seht ihr Ruhm, Eigenschaften, diplomatische Beziehungen, aktuelle Missionen und Siegbedingungen für euren Clan. Jeder Daimyo strebt nach dem Shogunat. Chosukabe Motochika ist keine Ausnahme. Wird die Insel Shikoku unter ihm vereint, wird euer Ruhm selbst bis nach Kyoto reichen. Was gibt's denn hier Clan-Eigenschaften? Okay. Ruhm. Obskure. Was? Religion Shinto-Buddhismus? Religion? Es gibt Religion in diesem Spiel? Okay. Gibt's da auch Kreuzzüge? Schatzkammer, Nahrungs... Na, oh. Okay. Feste, Tosa. Provinzenbesitz 2. Reichtum, moderat. Oh. Das ist schon moderat, okay. Werdet Shogun, indem ihr Kyoto... Siegbedingungen. Werdet Shogun, indem ihr Kyoto erobert und haltet. Punkt. Erobert und haltet 6 Provinzen, einschließlich der angezeigten Provinzen. Hier ist wenigstens ein Doppelpunkt. Awa, Iyo, Setsu, Awashi. Hawaii, Tanuki, Tosa. Okay. Ehe ihr erneut in den Krieg zieht, solltet ihr euer Schloss verbessern. So welche? Könnt ihr die Einheitenkapazität erhöhen, zusätzliches Einkommen generieren und die Provinz entwickeln. Wählt Io und klickt im Bautab auf die Karte der Feste. Oh. Hoch. Lustige Feueranimation. Oh, Fortfeste. Okay. Hohe Mauern und noch höhere Türme beeindrucken das niedere Volk. Plus 5 auf Repression in dieser Provinz beschleunigt die Beherrschung der Bushido-Künste. Plus 1%. Okay. Schaltet einen zusätzlichen Bauplatz bei. Plus 5% auf die Verstärkungsrate in dieser Provinz. Verbrauchte Nahrung. 2. Ich habe keine Rekrutierungskapazität, Einheiten, Ausbildung plus 1, verteidigende Samurai-Gefolge. Yari Ashigaru-Garnison, Samurai-Gefolge. Okay. Ermöglicht Rekrutierung und Verstärkung.
berühmten Schloss Ashigaru nötigte Kunst noch nicht beherrschen. Oh, okay. Eure Verbesserung wird gebaut. Beim Angriff auf eine Schlossstadt werden einige Gebäude beschädigt und verlieren ihre Effekte. Wählt im Bautab die Karte des beschädigten Gebäudes und klickt auf das Reparieren-Feld links. Warte mal, Sarg, Geschenke, Stadt. Ermöglicht Rekrutierung von Ninja. Hä? Okay. Für das Gebäude der Tarngebäudekette erhalte ich einen zusätzlichen Ninja bis zu maximal 5. Klotzt du etwa meine Geisha an? Okay. Plus 2 auf Zufriedenheit in der Provinz. Okay, verstehe ich. Plus 100 auf Wohlstand in der Provinz durch Handel. Aber wenn ich eine Bar aufmache, warum kriege ich dann eine Spezialeinheit? Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Reparatur kostet 220. Die Reparatur eines Gebäudes kostet Zeit und Geld. Stellt jedoch die ursprüngliche Pracht wieder her. Sehr gut. Die neue Verbesserung des Schlosses wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln erhöhen. In Vorbereitung darauf sollten wir unsere Reisfelder verbessern. Wählt eines davon aus. Ja, wo? Ich löse die ja, wo? Wo sind die Reisfelder? Hallo? Ist das ist ein Holzfällerlager? Wo sind die Reisfelder? Reisfelder! Durch die Verbesserung der Reisfelder erhaltet ihr mit jeder Jahreszeit zusätzlichen Wohlstand und euer Volk wird mit mehr Nahrung versorgt. Wählt die Karte des verbesserten Bewässerungsgebäudes, um die Reisfelder zu verbessern. Beendet nun die Runde. So ist 1237 auf Wohlstand diese Provinz durch... Ups. Nein, ich wollte noch lesen. Verdammt. Durch Bauernhöfe. Chosokabe Motochikas Bruder ist jetzt erwachsen und ein General der Streitkräfte der Chosokabe. Armeen werden von Generälen angeführt. Ihr braucht euren Daimyo nicht in Gefahr zu bringen. Auch erweitert die Anwesenheit der Generäle die Distanz, die eine Armee auf der Kampagnenkarte zurücklegen kann. Leider sind Generäle bestechlich. Ihr könnt sie zu Räten in der Clan-Hierarchie ernennen, um ihre Loyalität zu steigern. Feindliche Agenten können Attentate auf Generäle verüben. Oh. Ja, also so wie ich das verstanden habe, statt den großen König ins gefährliche Gefecht zu bringen, ja, so sollen wir doch den kleinen Bruder lieber reinschicken. Wow! Wow, welche Familienliebe. Boah, wow. Okay. Auch erweitert die Anwesenheit der Generäle die Distanz, die eine Armee auf der Kampagnenkarte zurücklegen kann. Okay. Heute wird ein Junge zum Mann. Ein Angehöriger unseres Lords ist erwachsen geworden und bereit, an der Seite seines Bruders zu kämpfen. Er wird ein großer General. Obwohl er der kleine Bruder. Okay. Bruder ist. Jetzt? Ah. Generäle legen mehr Wert auf militärische Posten als auf zivile. Und sorgen zudem für nützliche Boni. Zum Beispiel bessere Verstärkung von Einheiten. Räte werden durch Anklicken des Tabs Familie und Versammlung zugewiesen. Wählt im Familienstammbaum der Chosokabe Chikayasus Porträt. Klickt nun auf die Rätefelder, um ihm einen Rat und die dazugehörigen Boni zuzuweisen. Nur männlichen Erwachsenen der Familie oder Generälen kann ein Rat zugewiesen werden. Die Loyalität eures Generals verbessert sich und der gesamte Clan profitiert davon. Und die Frauen? Okay. Ja, der Bruder des Daimyos, ein General. Ein Linksklick zeigt eine Charakterübersicht, ein Rechtsklick seine Charakterdetails. Mhm. Und weiter. Um einem General einen Rat zu geben, wählt einen Außenklick auf das. Ja, gut. Ich glaube, da erzählt gerade. Ja.